Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videokanal. Es ist der 9.7.2020. Heute war Sonja da. Ich habe wieder sehr schlecht geschlafen. Oder besser gesagt, ich schlafe und fühle mich danach nicht erholt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so seit Montag. Und heute war Sonja da. Wir haben fünf Nägel neu gemacht, aber wieder mit dem alten Muster, noch die gleiche Farbe. Beim nächsten Mal machen wir sie anders. Also wenn die nächsten Nägel kaputt gehen. Wir haben Kaffee getrunken, waren kurz draußen, aber nicht lange. Und haben getratscht und geraucht und was wir immer so machen. Und es war ganz unterhaltsam und nett. Und ich habe mich eigentlich gut gefühlt und war ganz froh, dass sie da ist. Und psychisch geht es mir einigermaßen gut. Morgen habe ich Therapie bei Kerstin, also Gespräch, nicht Therapie. Und ich bin ganz gespannt, wie die Übungen so weitergehen und dieses Fokussieren und dieses Bilder im Kopf entstehen lassen, ob es mir morgen gelingt, die letzten Tage. Anfänglich hat es ganz gut funktioniert nach der ersten Übung, aber jetzt seit Montag nicht mehr so richtig, weil ich bin zwar irgendwann eingeschlafen, aber eher automatisch und nicht sehr erholsam. Ich hatte jetzt aber nicht sonderlich Stress, deswegen habe ich die Übungen auch nicht so komplett gemacht, so wie die ersten Tage. Ja, ich hoffe, dass das Üben mit diesen Visualisierungen das noch verbessert und dass ich mich morgen auch entspannen kann. Und ich bin aber auch am Überlegen, ob wir nicht einfach nur reden, weil ich einiges am Herzen habe. Ich fühle mich so ein bisschen lost in mir selbst und leicht verzweifelt. Das heißt jetzt nicht, dass es mir schlecht geht, aber ich merke, dass es schlechter wird und dadurch, dass ich halt kaum genug Schlaf bekommen oder mich nicht erhole, bin ich schon wieder sehr an meiner Grenze. Und das ist irrsinnig schwierig. Ich muss morgen überlegen, wie wir das machen. Wir haben ja eine ganze Stunde und ob wir die in zwei teilen machen, also das Bereden und die Visualisierungsübungen. Aber so eine Übung dauert auch ziemlich lange und muss nachbesprochen werden und deswegen ist es schwierig, beides unterzubringen. Aber es geht mir jetzt nicht extrem schlecht, aber ich merke, dass es schlechter wird. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Montag kommt wieder Claudia. Nächste Woche ist mein Vater nicht da. Die ganze Woche. Was mich überhaupt nicht freut, weil ich das immer als sehr belastend empfinde, wenn ein Elternteil
nicht da ist und gerade bei meinem Vater, den hänge ich sehr. Ich hänge auch sehr an meiner Mutter, aber an meinem Vater fast noch mehr und es fällt mir schon schwer, wenn er in 24-Stunden-Dienst fährt. Und wenn er dann 5 Tage gar nicht da ist, ist es noch viel schwieriger. Ja, aber ich werde es auch überstehen. Zumindest werde ich morgens nicht geweckt und nicht so laut. Wie man sieht, meine Haut beruhigt sich wieder. Das war wieder vom Antibiotika. Das ist so ausgeschaut. An der Nase ist alles weg. Ist nur noch gerötet. Und das ist auch fast weg. Die Kruste ist heute runtergegangen. Und es hat nicht wieder geblutet. Es ist halt noch rot, aber sollte auch die nächsten Tage verschwinden. Und sonst habe ich nichts im Gesicht. Ein paar rote Stellen, aber es geht. Sonst gibt's eigentlich wirklich nicht viel. Am Donnerstag nächste Woche bin ich bei Christoph. Da muss Sonja früher kommen. Ja. Eigentlich tut sich in letzter Zeit nicht viel. Ich bin da sehr müde und schiele auch dementsprechend und mein Auge ist was zu. Und das ist sehr anstrengend. Aber naja. Nächstes Mal kann ich am Sonntag ausschlafen. Heute ist Donnerstag. Ich bin gespannt, wie ich die nächsten 2 Tage überstehe. Morgen kommt eine Freundin zu mir, so gegen 3. Ich freue mich schon drauf. Die habe ich schon echt lange nicht gesehen. Und ich bin schon gespannt, was sie mir erzählt. Was sie so erlebt hat die letzte Zeit und wie es ihr so geht und wie sie aussieht und so. Und auf das freue ich mich morgen wirklich. Und sonst habe ich aber nichts geplant. Von den 200 Euro, die ich auf die Seite lege, auf die Seiten legen wollte, sind mir 100 Euro übergeblieben. Das ist zwar weniger, aber zumindest 100 Euro. Nächstes Monat möchte ich gar kein Geld ausgeben, außer für Kaffee aus und so. Also maximal 50 Euro. Weil dann der September schon nahe steht und ich habe zwar nächstes Monat Geburtstag, da kommt auch noch mal was zusammen, aber im September möchte ich mir ja das neue iPhone kaufen, aber ich ziehe jetzt auch in Erwägung, mir das Note 20 Pro, also Note 20 Ultra zu kaufen. Aber das kommt drauf an, wie die Präsentation ist und was es Neues kann. Aber das ist doch ziemlich groß und also fast 7 Zoll und das iPhone Max ist dann doch etwas kleiner. War nur gering, aber etwas. Und deswegen ziehe ich das eher vor, obwohl ich die Note 3 immer schon geliebt habe und sehr produktiv nutzen konnte und so.
Ja, das wird sich, werde ich spontan im September entscheiden, was ich dann nehme. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Hab euch lieb.